Das Märchen von der Bildungsrepublik Deutschland. Bildung ist der Schlüssel zu allem. Zu Glück und Reichtum ist das Mantra, das alle immer wiederholen. Ich sage dazu nur, ich kenne Menschen, die auch ohne Abitur glücklich geworden sind. Wissen kann wahnsinnig lästig sein, oder? Sind wir mal ehrlich, jeder von uns hat jemanden im Bekanntenkreis, wo man sagen muss, strunzdoof, aber glücklich. Ich weiß nicht, an wen Sie gerade denken, aber es sei Ihnen gegönnt. Damals wie heute gilt aber, es gibt nur zwei Möglichkeiten, ein Volk gefügig zu machen, Gewalt oder Verdummung. Und eins kann man feststellen, auf Gewalt haben die in Berlin und Brüssel einfach keinen Bock. Kinder müssen heutzutage funktionieren. In Zeiten, in denen die durchschnittliche deutsche Frau nur noch 1,3 Kinder bekommt, trägt das Kind mehr denn je zum Status bei: mein Haus, mein Auto, mein Kind. Da braucht man sich nicht wundern, dass viele Kinder an Burnout leiden und das schon nach dem ersten Jahr in der Kita. Früher wurden Kinder Lokomotivführer, Tierärztin oder Astronaut, heute hochbegabt. Gut, viele Kinder scheinen klug, weil die Eltern so dumm sind. Aber das nur ganz nebenbei. Ganz nebenbei. Aber am Ende geht es Lehrern und Schülern ja gleichermaßen. Die werden da ja zusammen zwangskaserniert in dieser Schule. Seit Jahrhunderten das gleiche Elend. Da schlurft dann allmorgendlich zur nächtlichen Stunde die Armee der unausgeschlafenen Zombies über die Schulflure, durch die der Todeshauch aus Angst, Schweiß und Engstirnigkeit wabert und in denen sich Lehrer und Schüler gleichermaßen gegenseitig ihre prämortale Desillusion ins komatöse Dasein hauchen. Ich habe sehr lang gefeilt an dem Satz. Wissen Sie, woran es unter anderem scheitert, dass die Schule später anfängt? Es scheitert unter anderem daran, dass die Länder immer wieder betonen, dass es ein Riesenaufwand wäre, wenn man die Busfahrpläne an die neuen Schulzeiten anpassen müsste. Ich schwöre, es ist so. Und ich kann den Menschen, den jungen Leuten, ich weiß nicht, ob Schüler hier sind oder auch zu Hause, ich kann euch nur zurufen, ich habe im Leben sehr viel davon profitiert, dass ich meinen Lebensrhythmus an den Busfahrplan angepasst habe. Man spricht als Schüler mit einem Lehrer über all die wunderbaren Möglichkeiten, die das Leben bietet, und sieht den Lehrer vor sich, der von all diesen schönen Möglichkeiten keine ergriffen hat, sondern Lehrer geworden ist. Bitte, das tut, bitte. Das. Lehrer, die ein Discman für ein Wunderwerk der Technik halten, während sich der Schüler schon mit seinem Smartphone in den Herzschrittmacher vom Lehrer eingeloggt hat, um so wenigstens für ein paar Minuten Spannung im Unterricht zu sorgen. Und ich werde einen Teufel tun und allein die Schuld den Lehrern in die Schuhe schieben. Gut, da sind ein paar Idioten dabei. Lehrkräfte, denen einer vor Beginn des Studiums sagen hätte müssen, es kann sein, dass du als Lehrer später mal mit Kindern zu tun hast. Beiden Seiten wäre vieles erspart geblieben. Aber Lehrer stehen ja heute schon am ersten Schultag vor einer keifenden, rotzfrechen Menge. Und das sind ja nur die Eltern. Und danke. Und dann hocken sie alle da, die Vermögensberater, Yogalehrerinnen und Architekten im Elternabend und werfen dem Lehrer Versagen vor. Eltern, die zwischen 80-Stunden-Woche, Aufsichtsratssitzung und After-Work-Meeting ihren Sprössling längst aus den Augen verloren haben, die bei der Erziehung eines Kindes lückenlos gescheitert sind und glauben, dass es doch kein Problem sein kann, eine Gruppe von lernunwilligen Despoten ein paar Stunden am Tag im Griff zu halten. Typen in Maßanzug, ich bin noch nicht fertig, Typen in Maßanzug und handgenähten Lederslippern, die schon nach einer Stunde vor 20 Grundschülern psychisch so kollabieren würden, dass sie von der Feuerwehr aus dem völlig demolierten Overhead-Projektor befreit werden müssen. Die Zahl der Dummen und Intelligenten ist in allen Bevölkerungsschichten gleich. Unter Architekten gibt es genauso viel Dumme wie unter Putzfrauen. Der Unterschied ist nur, die Eltern des Architekten waren Akademiker und die haben ihrem Sohn das größte Talent mitgegeben, das man in dieser Gesellschaft einem Kind mitgeben kann, den Geldbeutel. Und so kommt es, dass ein strunzdoofer Architekt für viel Geld in einem teuren Büro einen Flughafen für Berlin plant. Und um ihn herum eine hochintelligente Putzfrau für einen Hungerlohn den Fußboden saugt. Denn wenn der Architekt klug wäre, dann hätte er die Putzfrau längst gefragt. Und sie hätte geantwortet: wenn ihr einen Flughafen baut, denkt an die Landebahn.
Wer aus der Unterschicht stammt, wiegt mehr, verletzt sich häufiger im Straßenverkehr und ist häufiger Opfer von Gewalt. Und die Menschen aus der Unterschicht sterben im Schnitt 10 Jahre früher. 14% haben keinen Zugang zum Internet und 10% besitzen keine ausreichende Winterbekleidung. Das sind die Realitäten. Demokratie und Verantwortung leben und lernen ist Kernauftrag der Schule. So steht es im deutschen Schulgesetz. Kinder lernen in der Schule meist nur eines: auf Belohnung zu reagieren und Bestrafung zu vermeiden. Und wenn das Kind erwachsen wird und es niemand mehr belohnt, dann belohnt es sich selber. Und zwar mit Konsum, mit Klamotten, mit Essen, mit Süßem und mit Fettigem. Und ihnen wird Fernsehen vorgesetzt, das ihnen sagt, dass sie zu doof zu allem sind, zum Wohnen, zum Essen, zum Leben. Und man sagt ihnen, dass immer einer da ist, der ihnen hilft, das Fernsehen. Nein, lasst uns ehrlich sein, die Bildungsrepublik Deutschland ist längst eine Lüge. Oder wie es Karl Friedrich von Weizsäcker einst ausdrückte, das deutsche Volk ist absolut obrigkeitshörig, des Denkens entwöhnt, ein typischer Befehlsempfänger. Ein Held vor dem Feind, aber ein totaler Mangel an Zivilcourage. Der typische Deutsche verteidigt sich erst dann, wenn er nichts mehr hat, was es sich zu verteidigen lohnt. Wenn er aber aus seinem Schlaf erwacht ist, dann schlägt er in blindem Zorn alles kurz und klein. Auch das, was ihm vielleicht noch helfen könnte. Und wir können am Ende darüber klagen oder lachen oder am besten beides. Aber eins dürfen wir nicht, die Kinder aufgeben und die Lehrer alleine lassen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann richten sie sich heute noch nach dem Busfahrplan. Ich danke euch. Gute Nacht. Vielen Dank.